Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Nach einer etwas längeren Pause und Unterbrechung möchten wir heute unsere Reihe zum Hadith zum Freitag fortsetzen. Imam al-Bukhari überliefert von Abu Huraira radiallahu anhu, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte: Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharaba. Wer nicht lügnerisches Gerede und das Handeln danach unterlässt, so benötigt Allah es nicht, dass man auf sein Essen und sein Trinken verzichtet. Unser geliebter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er hat uns in diesem Hadith aufgezeigt, worum es beim Fasten geht. Und zwar geht es beim Fasten nicht nur darum, dass ich auf mein Essen und mein Trinken verzichte, indem ich mit meinem Magen faste. Nein, sondern beim Fasten geht es darum, dass ich mit meinem gesamten Körper faste. Dass ich mit all meinen Sinnesorganen faste. Dass ich mit meinen Gliedmaßen faste, ja eigentlich mit jeder Zelle meines Körpers faste. Das ist das wahre Fasten. Die Gelehrten haben uns aufgezeigt, dass es verschiedene Stufen des Fastens gibt. Es gibt das sogenannte Form al-Awam, das Fasten der Allgemeinheit, traditionelles Fasten, wo ich einfach nur faste aus Tradition heraus, um auf das Essen und Trinken zu verzichten. Dieses Fasten erfüllt die Pflicht, gar keine Frage. Aber ob es bei Allah angenommen wird, das ist eine andere Frage. Aber eine Sache ist sicher, du hast mit diesem Fasten nicht das eigentliche Ziel erfüllt, was Allah subhanahu wa ta'ala mit dem Fasten in dir bewirken möchte, nämlich, dass du zu einem gottesbewussten Menschen wirst, der darauf achtet, was er sagt und was er tut. Und dann gibt es das sogenannte Saum al-Khawas, das Fasten der Elite, diejenigen, die verstanden haben, warum man fastet und welche wirklich versuchen, mit ihrem gesamten Körper zu fasten. Und dementsprechend, meine lieben Geschwister im Islam, ist es so wichtig, dass ich als Fastender auf meine Worte Acht gebe. Was sage ich eigentlich? Was gebe ich von mir? Ich muss mir immer wieder darüber im Klaren sein, dass alles, was ich von mir gebe, niedergeschrieben wird. Und dass mich Allah Ta'ala am jüngsten Tag dafür zur Rechenschaft ziehen wird. Ja, und ein einziges Wort, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, kann in einer Katastrophe enden. Für jeden Einzelnen von uns. Hört euch mal an, was unser geliebter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat. Ein Diener Gottes, er spricht ein Wort aus von den Worten, welche Allah erzürnen. Min sakhatillah. Und dann fügt der Prophet hinzu, sallallahu alaihi wa sallam, la yulqi laha bala. Er macht sich nicht mal Gedanken darüber. Unbewusst, er hat sich schon daran gewöhnt. Seine Zunge hat sich daran gewöhnt, zu lügen, zu schimpfen, zu fluchen. Und jetzt hört, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt. Yahwi biha fi jahannam. Er wird durch dieses eine Wort in einem Tieffall in Jahannam, im Höllenfeuer, hinunterfallen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Und dementsprechend, Worte, die du von dir gibst, sind nicht einfach nur Worte, die vergessen werden. Nein, Worte können Menschen kränken. Ja, Worte, wenn es sich um Mobbing handelt, können Menschen krank machen, ja bis zum Suizid, zum Selbstmord bringen. Und dementsprechend, lasst uns durch das Fasten lernen, was wir von uns geben. Und lasst uns lernen, ehrlich zu sein, aufrichtige Worte zu sprechen. Worte, welche Menschen Nutzen bringen und nicht Worte, welche Menschen kränken. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam,
Er fügt aber auch noch etwas anderes hinzu, und zwar das Handeln danach. Dass ich beispielsweise Menschen betrüge, dass ich unaufrichtig handle, heuchlerisch handle, dass ich Menschen hintergehe mit meinen Handlungen. All dies sind Dinge, welche dazu führen, dass Allah subhanahu wa ta'ala mein Fasten nicht annimmt. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala mich auch dafür am jüngsten Tag zur Rechenschaft ziehen wird. Möge Allah ta'ala uns allen die Kraft geben, so zu fasten, wie er es von uns verlangt hat. Mögen wir mit all unseren Zellen unseres Körpers fasten, mit all unseren Sinnesorganen, sodass wir am Ende die Stufe der Gottesbewussten erreicht haben. Amin ya Rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.